liegt ein Weg in eine ungewisse Zeit. Durch Schatten und Licht und wer weiß wie weit. Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren saftigen Episode Let's Play Ranch Simulator. Zusammen mit dem lieben Anime-Fan, dem lieben Andres und der lieben Sarah. Hallöchen, ihr Lieben. Hallöchen. Hallo. Und Olli. Die erste Schlachtung des heutigen Tages ist dran. Und Freunde, der gute Drachenfeuer, er kriegt jetzt einen Schuss in den Kopf rein und stirbt. Drachenfeuer, wir werden dich vergessen. Wir werden dich spannen. Schade. Bab. Boom. Alter. Fleisch. Gut. Lecker. Da wird ja, jetzt. Fettes Schweinchen. Da ist jetzt ein bisschen zu tun. Ja, man kann echt sagen, Drachenfeuer war fett, das stimmt schon zu, Sarah. Ja, hier ist noch ein fettes. Die haben Namen. Die Namen haben die Schlachten normalerweise nicht. Das sind Mella, Dami. Hier ist kein Name dran. Drachen. Hä? Bei mir steht jetzt hier Drachenfan dran. Ja, der Drachenfan ist unser Zuchtfan momentan. Ah, okay. Bei mir werden irgendwie gerade keine Tiernamen angezeigt. Ist aber überhaupt kein Problem. Ich werde jetzt hier weiter bauen. So sieht's aus. Wenn jetzt das nächste Mal ein Männchen fett ist, dann wird quasi den Drachenfan sterben. Dann haben wir einen neuen Zuchtbullen. Drachenfan, du bist auch bald tot. Ah, Mella ist schwanger. Schon wieder? Jetzt ist noch was Neues. Dran, ja. Mella ist immer schwanger. Holzfundamentsrampe. Da bist du auch wieder schwanger. Ich hoffe, ihr hört jetzt nicht die Säge, die da draußen läuft. Doch. Hä, warum kann ich denn die Fundamentrampe nicht setzen? Kann am Fundament. Ja, ist immer fest ausrichten. Man nimmt mal ein Mausrad. Ah, so. Da hat der Baumeister ihm geholfen, Freunde. Muss so erst mal drauf kommen. Anders kriegst du Holz verarbeiten, aber nicht so laut. Gab's nicht auch diese Holztreppen? Diese kleinen? Ja. Diese Fundamenttreppe, so ich, um genau zu sein. Ja, das ist, glaube ich, nur Treppe heißt das. Warte mal. Ja, doch, Holzfundamenttreppe, da ist sie. Ja, du kannst Rampe oder Treppe nehmen. So, hier entsteht die Treppe und hier ein kleiner Bereich. Oh, es wird so teuer. Es wird so unglaublich teuer. Ja. Okay, let's go, würde ich sagen. Scheiße. Bam, 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 bam. So, ich baue mir gerade meine Garage hier. Das soll so sein später. Ich baue auch gerade eine, deswegen. Alter Schwede, man hört die Säge doch dezent laut. Eieiei. Ja, dann mute ich mich so lange. Ja, alles gut. Die Nachbarn soll aufhören zu sägen. Der Einzige, der hier so einen Krach machen darf, ist gerade Andres. So. Alter, das wird teuer. Problem ist einfach, ich habe während der Aufnahme gerade wirklich ein paar dicke Lecks. Das ist der Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Bin ich gut? Nee. Dum, 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 dum. Das Holz, das geht jetzt so schnell weg, ne? Das ist der Wahnsinn. Mhm. Ah, das wird cool. Das wird richtig cool. Erstmal ein kleines Häuschen hier bauen. Ja. Bin mal gespannt, wie es am Ende aussieht. Ich tatsächlich auch. Ich habe zwar jetzt so eine grobe Skizze, sage ich mal, im Kopf. Mhm. Aber ob es dann hinterher so auch umsetzbar ist. Das ist dann die nächste Frage, ne? Ich würde sagen, das wird man leider erst später sehen, ob alles funktioniert, wie man das möchte. Ich bin auch gespannt. So, schön, schön. So, haben
weiter mit den anderen Sachen. Lalalala. Wie sieht es bei den Kälbern aus? Kann man echt mal eine Fleischkuh schlachten? Ja, die eine wird schon relativ groß. Dauert leider noch ein bisschen, schade. Ja, da bin ich auch gespannt, was dabei rumkommt, ne? Ja. Hey, sammel hier mal ein bisschen ein anderes. Naja, ich auch. Ein bisschen dauert leider bei denen. Alter. Die sind ja wieder schwanger, oder? Ja, du bist schwanger. Und du bist auch schwanger, wunderbar. Jetzt werde ich geblockt von hier diesen Eierkörben, ey. Zack. Zack. Man könnte meinen, du sägst gerade in echt. Ja. Das ist doch mal geiler Sound hier heute. Es passt Tatsache zur Thematik. Ich muss sagen, ja, ich stehe hier neben den laufenden Sägen. Ja, siehst du, weiß Bescheid. Hübsch, hübsch. Oh, die arbeiten gerade wirklich super schnell zusammen. Ich habe gleich das Fundament sogar fertig. Geil. Ja, doch. Ich bring dir Holz. Kannst du ein Fundament einsetzen? Frau! Jetzt habe ich es extra dahin gelöst. Ja, ist noch Schluss. Lass es doch. Du brauchst jetzt nicht hier... Alter, wie das am Längen ist. Ich guck mal gerade, ob ich die Optionen... noch was ändern kann. Ja, Video, randlos, maximal, bla bla bla, Gamma, Auflösung, Skalierung, Entfernung, niedrig, 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 niedrig. Ich stelle jetzt alles hier ein bisschen runter. Anwenden. Ich muss das Spiel neu starten. Bitte was? Ja. Ich muss das Spiel als kein neu starten. Na, ist aber kein Problem. Wir haben ja die andere Sicht, Freunde. Ha! Eben. Ich hoffe, er hat an den Gamma-Wert gedacht. Ja, hat er. Sehr gut. Weil ich habe wirklich super krasse Lags. Also das ist nicht mehr normal. Dia-Show sozusagen. Hauptsache ja, erstmal muss ich alles neu starten da. Aha. Wow, Andres! er hat sich gerade gefeiert, weil er schneller war als ich mit E drücken. Ich hab mich vorgedrängelt. Ja, die kleinen Freuden des Lebens, Leute. Mann. Ja. Du tust so, als ob du dich nicht aufregst und ich tue so, als würde ich mich schämen? Ja. Finde ich gut. Ja. Total. Arbeitsteilung total, und so. Total GUHT und so. Ja, ja. Mhm. Wir sind halt voll die Profis und so. Ja. Warum auch nicht, ne? Die machen Sachen, ey. Machen was Sachen. Denn? Und das Beste ist, man kann es sogar sehen. Ah, das kommt an. Bei mir kackt das Hühnchen noch auf dem Monitor. Als liegt Eier. Ja. Unten rechts ist Chicken. Ah, was? Ich bin aber für abholen. Ey, der war wirklich schlecht. Bisschen. Boah, sieht das komisch aus, wenn du alles runtergedreht hast. Das sieht so komisch aus. Hi, Leute. Hi. Und hat sich mit dem Lex wenigstens nicht behoben? Ein bisschen besser ist es geworden, aber nicht wirklich viel. Oh, wie ruhig das auf einmal ist, anderes. Holy. Ja, ne? Oh mein Gott. Ja, bitte? Wir warten nur auf die Nachbarn. Alles klar. So, 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 der Drachenfeuer wird gerade zur Salami gemacht. Das sieht so komisch aus. Wenn die Grafik so krass runtergedreht ist. Mhm. Also, wir haben festgestellt, das muss an meinem Prozessor liegen, aus dem einfachen Grunde. Außerhalb der Aufnahme, gar kein Problem. Da läuft das auch in bester Grafik einfach flüssig sein Urus war dann.
Ja. Aber ja, Programm frisst Prozessor. Ja. Das ist das Problem dabei. Deswegen ist ein neuer PC so unglaublich wichtig für mich. Das ist doof. Was soll ich dazu sagen, ne? Es ist halt so. Wir können es nicht Lotto ändern. Gewinnen. Ja. Lotto gewinnen. Oder Squaw macht den Gönjamin. Wäre nicht das erste Mal. Okay. Squaw ist sowieso so eine verrückte Nudel. Befürchte aber, damit liegst du dann ein bisschen über seinem Budget. Ein bisschen. Der hat mal tatsächlich in einem Let's Play angeteasert, dass er mir tatsächlich einen neuen PC hinstellen will. Da frage ich mich allerdings, wie er es machen will, weil wir reden hier von locker 3K. Der neuer PC für mich so in etwa kosten würde. Ja. So, jetzt muss ich mir mal da hinten angucken gehen, was der Baba Ares da baut. Zack, ein Brettbräu noch, also eine Planke. Ah, okay. Garage mit Zugang in die Wohnung? Genau so. Aha. Kann ich über aber einen Flur hier hinten? So in der Art, genau. Ha! Ja, kannst ja machen. Hier die Tür, den Durchgang in den Flur, hier hinten die Treppe nach oben. Ich muss so gucken, wie viel Platz zum Beispiel der LKW wegnimmt. Den wirst du hier nicht reinkriegen. Die Wette halte ich. Die Wette halte ich. Wow. Die Kühe hast du jetzt nicht gemacht, ne? Nein. Die Kühe okay, sind noch nicht abgemolken. Ich muss sowieso weiter planen. 3 Kannen müssten dort bereitstehen. Mhm. Boah, sieht das komisch aus. Okay, das lohnt sich nicht mehr, jetzt noch Holz anzufangen. Ich krieg keinen Wagen mehr voll, bevor es dunkel wird. Enttäuschend. Mu doch nicht so laut. Ich hab mich voll erschrocken. Endes ist enttäuschend, der lässt sich echt noch mit seinem Holz arbeiten. Ja, das Problem ist, dass ich mittlerweile relativ weit fahren muss, damit ich nicht die ganze Landschaft hier komplett entlaube. Kater hat, glaube ich, geworfen, weil eine Babykuh läuft ja die ganze Zeit hinterher. Momentan baue ich hinten am Baumarkt Holz ab und. Das ist halt schon ein Stückchen Weg. Ich will ja nicht irgendwo, dass plötzlich gar keine Bäume mehr stehen. Das sieht ja dann kacke aus. Kriegt er da nicht drauf, sagt er. nicht so, dass man da noch was mitmachen kann. Ach, backt das diesmal jetzt nicht rum? Sehen wir dann, wenn Wände drum sind, ne? Okay, du bleibst hier, danke. So, gut. Dann hätten wir hier Base. Ich hätte gerne hier sowas wie kleine Wände. Einen Zaun kann ich da, glaube ich, nicht draufsetzen. Oh, das wäre auch so geil. Kann man da mit einem Zaun arbeiten? Das ist die Frage. Wenn ich eine Wand setze. Die Innenseite ist dort, wie ich auch stehe, ne? Nein, du musst auf einen Pfeil achten, da ist ein Pfeil dran. Ah, okay, danke. Und mit der Maus drehst du die dann wieder. Außer bei Türen, da musst du manchmal gucken, die musst du dann von außen bauen, damit der Pfeil auch nach außen zeigt. Kuberta, alles klar. Ja. Wir haben übrigens 2 Stiere, ne? Stiere? Ja, der eine weiße soll dann noch... Stier. Ja, der eine ist ein Weißer und der andere ist, ja. Der Weiße hat auch keinen Namen, so ich weiß. Der muss auch leider auch mal dran glauben. Ja. Das muss Muku sich live angucken. So, einfach nur, weil ich genau weiß, von euch würde den keiner holen. Flocke hab ich schon. Muku hab ich. Susi hab ich. Okay. Dann ist jetzt Blau mit dran. Ach ja, Freunde. Und mal muss her, mal Endres wieder Kunterbund an. Der ist die neue Pippi Langstrumpf. Oh, wenn man das da geplaced hat. Und Endes und Chicken McNuggets. Oh, das nervt mich. Man kann keine Holzzäune auf die Foundation setzen. Ja, was glaubst du, warum der eine Zaun bei mir so aussieht, wie er aussieht? Magel. Yep. Das ist schade. Das, ja. Das wäre irgendwie noch richtig sick. Als ich das Gatter, wie es gleich nochmal, in meinem Haus gebaut, aber habe ich auch lange probiert, bis ich genau den richtigen Winkel hatte. Auto-Upgrade.
So. Ja, hier ist nicht viel, was du an Upgrade machen kannst. Kann ich die kuscheln? Okay. Weil so eine kleine Terrasse hat schon Charakter. Eine kleine Terrasse hat was. Du siehst die Wände richtig um, das kann man auch in diesen Innenpfosten erkennen. Ja. So, hier kommt dann Garagenbereich. Wie mache ich den? Ich habe mir das Auto geholt, von dem ich genau weiß, von euch würde sich das keiner holen. Kurt, wie wir dir erlaubt haben. Nö. Ah, was? Ein Schiburek, Alter. Oh, Mella hat wieder. Mella müssen echt mal aussortiert. Die kriegen immer nur zwei Kinder. Mella ist zu enttäuschen. Mella muss mal aussortiert werden. Mager. Ich glaube, mit drei Kann komme ich nicht mehr hin. Ich glaube, wir müssen bald eine Mella 2.0 machen, Freunde. Die eine Mella hier kriegt nur immer zwei Kinder. Da ist Dami besser. Die ist eine Gewehrmaschine. Als hier so rum das Dach setzt. Zwei. Hier unsere Gewehrmaschine. Die drei. Der Schiburek. Oh, warte mal. Und jetzt nehmen wir einfach mal das Handtool und gucken nochmal. Wir steigen ins Fahrzeug. Oh, im Spitzdach könnte es funktionieren. Oh. Ja. Perfekt. Würde man da reinkommen und die Karre steht nicht so scheiße in der Landschaft rum. Das muss ich mal angucken. Also es würde theoretisch passen. Nur wenn du keine Mauer hinsetzt. Ja, wenn ich dort keine Mauer platziere, dann passt es. Hinten kannst du ja zumachen die Wände, aber hier vorne musst du halt offen lassen. Genau. Also es würde theoretisch passen. Sehr knapp, aber es passt. Okay, gut. Das wollte ich mal antesten hier, die Nummer. Gut. Also alle Kühe konnte ich jetzt natürlich nicht melken, ne? Drei Kannen voll. Ja, die sind jetzt voll. Oh, liebe, wunderbar. Liebe Freunde. Also wenn du gerade richtig hobbylos bist, dann darfst du gerne die Schränke mit Käse voll machen. Okay. Das war ein Ei. Ein Ei, einmal Milch, einmal Blauschimmel. Ah, Mann, Andres. Reihenfolge. Entschuldigung, Milch. Ich wollte dir helfen. Das ja, ist das ist gut. Ich habe mich gerade so, hä? Hier stand doch noch so ein... Ich war gerade schockiert. Egal. Okay. Das ist also warst ausgewachsen? Du? Das ist ausgewachsen? Das ist, die Ding ist schwanger? Drachenfell hat ein ganz kleines Schwein geschwängert. Okay. Guck dir das an. Ja, ich sehe es. Das ist schwanger, dieses kleine Ding hier. Also Frau, für dich jetzt nochmal zuerst Milch rein, dann Ei, dann Blauschimmel und dann kochen. Okay. Kochen, genau. Gut, dann, da du schwanger bist, bleibst du am Leben, dich nenne ich jetzt erstmal Shirley. Ich bin toll. Die Sau. Shirley ist eine Sau? Okay. Ja, das hast du doch gerade gesagt. Meinst du, die bringt mich um für die Aktion? Ja. Ach, keine Ahnung. Andererseits, wie will sie sich denn hinstellen? Was? Ich glaube, wir machen es beide nicht gerade besser. Vor allem. Deko-Bosse natürlich. So, damit wir werden die Frau ja auf der Gamescom sehen. Autsch. Shirley. So. Willkommen in der Familie, Shirley. Tatsache, können die sich hier mal eine Scheibe von abschneiden in Rust? Also mit den Pfeilen zumindest an den Wänden. Das ist nicht kacke. Das ist. Nee, das ist praktisch. Echt smart, möchte man meinen. Shirley. Nee, wir haben Shirley, wo bist du? Abgehauen. Bist du Shirley? Ja, da ist Shirley. Die spielt mit Dami gerade rum. Okay, mit der Karre hier musst du tatsächlich vor jeder Kurve abbremsen. Ist der fucking Schiburek. Ja. Holzrahmen. Ein Holzrahmen würde sich hier geil mäten. Das heißt, jetzt haben wir drei weibliche Schweinchen, die schwanger sind. Kann man da jetzt noch... Das muss ich gerade mal abchecken. Kann man jetzt hier noch mal was ranbasteln? Was bist du? Bist du männlich oder weiblich? Du scheinst Männchen zu sein. Da muss ich jetzt wirklich aufpassen.
Ein Dreieck. Das Dach. Tatsache, es geht. Ich könnte hier also noch anbauen. Okay, das ist ziemlich geil. Gut. Wir basteln weiter. Nach Lust und Laune. Jung. Eine Holzwand, bitte. Einmal hier hin. Oh, damit werde ich einige Episoden Tatsache verballern, sag ich, wie es ist. Deswegen bin ich auch gerade froh, dass Sarah da ist. Ja, Bauen kostet viel Zeit und Geduld. Bauen kostet wirklich viel Zeit. Ja, und ganz viel Liebe, ne? Ich mag das halt nicht, wenn das so lieblos angerichtet ist. So, das wäre die erste Etage. Problem ist, ich habe jetzt einen 3x3 Foundation. Das heißt, ein schönes Spitzdach kann ich knicken. So, damit habe ich alles. Ja, ich habe alles. Wunderbar. Wie löse ich das Problem hier? Das ist jetzt die Frage. Habe ich das eingekauft? Ja, für 400 noch was. $431. Gut, also Wände kann ich schon mal bauen. Die, denke ich, werden so in der Form stehen bleiben, oder? Das ist halt jetzt die Frage, ne? Da habe ich die Außenseite. Okay, dann brauche ich hier nochmal eine Wall. Einmal eine Tür wäre geil. Sowas hier. Andersrum. Ah ne, bei Türen ging das ja nicht. Bei Türen musst du so machen. Und bei Wänden... Da konnte man so arbeiten. So. Dreieck. Links. Ja, so rum. Und Dreieck rechts. Weil dann habe ich hier tatsächlich so einen kleinen Stellplatz. Und Dreieck rechts. So. Das ist halt dann jetzt die Frage, wie ich hier anbaue. Gut, aber da fällt mir was ein, denke ich. Schon 19 Uhr wieder in Game? Ja. Der Tag geht vorbei. What the duck? Heftig, ey, heftig. Ach, die Uhrzeit. So dunkel. Ich meinte jetzt die Real Lifetime. Zeit, dass du dich besserst. Oh. Wunderbar, sieht alles gut aus. Natürlich krieg ich direkt Karma für den dummen Spruch. Ja, irgendwie ein bisschen verdient, hast ne? Hast du vielleicht verdient, Andres? Hast du vielleicht verdient? Merkst du selber. Ja. Das wird, glaube ich, ein tolles Haus. Da freue ich mich. Da freue ich mich. Was ja, wir auf jeden Fall wieder. Wenn es fertig ist, was du dir noch so in deinem kranken Kopf ausdenkst. So die ein oder andere Idee wird hier einfließen. Zack. Hier die Außensachen. Das wird übel. Aber teuer. Gut, aber Leute, dann würde ich erst mal sagen, machen wir an dieser Stelle, wenn die anderen nichts mehr zu zeigen haben, einen kurzen Cut. Außerhalb der Aufnahme bauen wir noch mal ein bisschen weiter. Zeitlich schaffen wir vielleicht sogar noch die Montags-Episode. Show, voll gut. Gut, Leute, aber da würde ich sagen, sind wir am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung da lassen, wäre auf jeden Fall ein Träumchen. Checkt unbedingt die Videobeschreibung ab, da findet ihr den lieben Anime-Fan verlinkt, den Partner Insta Gaming, Partner Triebwerk und natürlich der Endmerch. Ja, checkt es ab, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage Schimmel und noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut und ciao. Tschüss. Tschüss.